Wir haben in der Klasse einen Sorgenfresser und ein Gefühltagebuch, ein Wut- und Sorgenfresser. Da nimmt man sich einen Zettel und schreibt es drauf und dann tut man das in so Wut- und Sorgenfresser rein. Und nach einiger Zeit leert man dann aus und zerknüllt das Papier und schmeißt es weg. Ein Gefühltagebuch. Da sollte man mindestens einmal in der Woche was reinschreiben, wie es ihm gerade geht und warum es ihm so geht. Ich habe eine Seite vollgeschrieben. Bis jetzt nur über glückliche Momente. Wo ich mich bewegen kann. Ich spiele Tennis und Turnen in einem Turnverein, Gitarre spielen. 99 Luftballons, Echo Boogie. Helfen, mit anderen spüren, mit schwierigeren Menschen zu verstehen und mit einer spielen. Du bist ein guter Freund, sie mit einer spielen und geduldig bin. Dass ich gute Freunde habe. Eine Familie, mit der ich gut schwimmen kann.